kommt dein Finale, du Snitch. Millionen gucken zu, wie dich der Pate zerfickt. Zeig dein wahres Gesicht. Yo, halt die Fresse, wenn die Legende spricht. Das ist nicht einfach nur Rap, ich beende dich. Du Bastardsohn, ich hab erst richtig gewonnen, wenn du nach dem Battle auf der Straße Stiche bekommst. Nach dem Track existierst du nicht. Das hier ist für mich kein Battle-Turnier, du Snitch, ich exekutiere dich. Was nimmst du dir raus, über die Wahrheit zu sprechen? Dafür werde ich dein jämmerliches Dasein beenden. Du bringst Lügen in den Tracks und guck mal an, mit was für einer Überzeugung du sie rüberbringst und rappst. Du sagst in deiner Quali, du willst SpongeBoss vernichten. Du weißt selber, du hast keine Chance, mich zu ficken. Nur denn du willst für das Preisgeld nach oben. Und du hast allein schon dadurch, dass du wieder teilnimmst, gelogen. Du kannst nicht gewinnen, ohne in Battle zu lügen. Wieso behauptest du hättest Laskas Texte geschrieben? Du hast den Bitch-Move erfunden. Denn ausschließlich mit Rap-Skill generierst du keine Klicks auf die Runden. Du kritisierst mich, obwohl du nie besser warst, du Blender. Laska schuldet Leuten Geld und muss den Rappernamen ändern. Wie absurd ist das denn? Ich zerleg dich, Betrüger. Du bist nicht nur dreist, du bist auch noch ein dämlicher Lügner. Du bist ein peinlicher Typ. Jessica zu leugnen ist ein weiterer Beweis, dass du lügst. Hast den Song gelöscht und der ist so überkrass abgestritten. Aber jede deiner Lügen wird dich, Bastard, vernichten. Du hast jeden hinterhältig angelogen. Sogar Cassius hast du deine Hilfe ständig angeboten. Gab's ihm Reimer, hast ihn gegen Winnen supportet. Ihm in sein Gesicht gelacht und dann von hinten ermordet. Gewissenlos an Lügen. Sagst, er hat bei Mediakraft nur um so ein Battle zu gewinnen unterschrieben. Du willst, dass wir alle glauben, dann beweis es uns, du Blenderratte. Zeig uns deine Videos der Extraklasse. Um dort die Schwuchteln alle wegzubetteln, muss man nicht mit Mediakraft unter einer Decke stecken. Es ergibt keinen Sinn, als ob so ein Netzwerk ein Turnier manipuliert, damit ein Cassius Clay gewinnt. Du hast die Lügen so blamabel verpackt. Alles inszeniert, doch er hat's nicht mal ins Finale geschafft. Hast dich selbst in diese Lage gebracht. Du hast so oft gelogen, aber dich nicht einmal gerade gemacht. Du machst alles für den Sieg, du machst alles für Geld. Du gehst sogar so weit, dass du die Unterhaltungen fälschst. Du gehörst geopfert. Du wolltest ihn bloßstellen mit Fake-Verläufen, obwohl die Verse dir Props gab. Und wieder einmal hast du Blender gelogen. Ehrenloser Bastard, hast ihm sogar Geld abgezogen. Dass du ihm eine Hook versprichst, zeigt nur, dass du ein Bastard bist. Du ziehst ihn ab und gibst dann auch noch an damit. Bevor du die Verse ne Hook machst, ziehst du ihm lieber nen Fuchs ab. Ich hab so ehrlichen tiefen Hass. Du bist genauso ein falscher 50er wie der, den dir die Verse überwiesen hat. Du sagst zu ihm, er ist wie diverse andere, weil du ihn abgezogen hast wie diverse andere. Es ist nicht überprüfbar, doch wenn das stimmt, bist du ein Hurensohn. Und wenn nicht, bist du ein Lügner. Du machst immer einen auf freundlich und nett, doch wenn du profitieren kannst, gibt's keine Freunde in Rap. Wenn man dir vertraut, dann kriegt man von dir Messerstiche ab. Du standst mit jedem deiner Gegner länger in Kontakt. Du bist eine Fotze tief in deinem Herz. Wenn man betrachtet, wie du gewinnst, sind deine Siege nichts wert. Und weil die Fakten nicht treffen, hast du jeden deiner Gegner wie eine Ratte gebettelt. Komm mir nicht mit Winning-Zeltern und dem Zeitungsartikel. Das ist Entertainment, war merkt man allein an dem Titel. An dem Inhalt, an den digitalen Style und den Texten. Yo, die Darstellung war nicht mal ansatzweise authentisch. Ich hab mich sogar angestrengt, es witzig zu rappen. Das war alles noch im Rahmen von einem Internet-Battle. Das hier kannst du nicht als Lüge verkaufen. Denn du rappst deine Lügen so, dass Leute sie in Wirklichkeit glauben. Der Winning-Shit war offensichtlich. Doch du peilst das nicht, weil du von deinen ganzen Lügen in Kopf gefickt bist. Dreh das alles um, du Fotze, konter das mal. Doch wenn du sagst, ich würde lügen, ist das Doppelmoral. Du kleine Schlampe, transportierst die Lügengeschichten alle ekelhaft, um deinen Gegenüber zu ficken. Hiernach liegst du in dem Blutbad am Boden. Ich hab entertained und übertrieben, aber du hast gelogen. Auch wenn du nicht willst, wird alles gerade gerückt. Steh zu deinen Lügen, Fotze, zeig dein wahres Gesicht. Nicht mal das kannst du, denn Leute wie du geben kein Fick. Doch ich kann dir versprechen, alles kommt im Leben zurück. Man sagt, dass Karma ne Hure ist. Du bist so ein krasser Lügner, ich glaub dir nicht mal, dass Kasa dein Bruder ist. Du weißt, dass der Part deine Zukunft fickt. Sieh dich an, du hast hier jeden verraten für YouTube-Klicks. Und ich will nicht nur den Scheiß gewinnen, ich will meinen Gegner wie eine kleine Bitch zum Weinen bringen. Du wirst als Rapper kein Business machen, denn du bist so dreckig und intrigant wie Sex in the City Schlamp. Bitch, halt Distanz. Du wirst auch dieses Mal vernichtet vom Schwarm, also nimm's wie ein Mann. Und weißt du, was erbärmlich ist? Wenn es dich selbst einmal trifft, dann beschwerst du dich. Ich hab mich noch nie so vor einem Gegner geekelt, du erbärmlicher Unmann. Ich hab dir noch einen Gast mitgebracht. Erinnerst du dich an diese Nacht? Du weißt genau, was jetzt kommt. Du weißt genau, wen ich meine. Und es ändert nichts. Auch wenn du wieder sagst, du kennst sie nicht. Ich kannte ihn von den ganzen Battles und er hatte einen Auftritt bei uns. Das war im März 2013 auf der VBT-Tour in Berlin.
hat mich in den Backstage-Bereich eingeladen und wir haben ein bisschen was getrunken. Mir bleibt keine Wahl, außer den Typen zu hassen. Er hat sie abgefüllt, um sie gefügig zu machen. Du brauchst das nicht bestreiten, denn es hilft dir nicht, dich rauszureden. Jeder weiß, du Bastard, bist da wirklich aufgetreten. Welche wie du bilden sich was ein auf ihrem Rap-Fame. Wieso trinkst du Alk mit Minderjährigen im Backstage? Man merkt es dir nicht an, doch du Fotze hast Angst. Denn du wusstest ganz genau, dass hier kommt irgendwann. Hat irgendwas durch die Nase gezogen und wollte, dass ich auch was nehme, aber ich habe mich nicht getraut. Wer ist jetzt hin? Er hat mich auch die ganze Zeit am Bein angefasst, weil er immer näher an mich rangerutscht. Er war voll aufdringlich und ich habe gesagt, dass er das lassen soll. Du bist so eklig und hässlich. Und das ist wohl der Grund dafür, dass du die kleinen Mädchen belästigst. Du hast dir das Zeug durch die Nase gezogen. Und obendrein hast du es ihr dann auch angeboten. Du bist ein widerlicher Mensch. Du wolltest, dass sie auch was davon zieht. Und hast dich hier noch aufgedrängt. Du hast kein Nein akzeptiert. Sie sagte unmissverständlich, lass es. Doch du hast es weiter probiert. Du konntest es nicht lassen, dich so eklig ranzumachen. Was fällt dir ein kleines Mädchen anzufassen? Sie hat dir doch gesagt, dass sie erst 14 ist, du Scheißverbrecher. Wie kannst du das tun? Du hast doch selber eine kleine Schwester. Diese ganze Sache hat mich so entsetzt, ehrlich. Ich frag mich, wie du vor dir selbst etwas rechtfertigst. Es macht mich krank, allein schon drüber zu reden. Hiernach wirst du nie wieder eine Bühne betreten. Irgendwann hat er mir eine Mische geholt und danach ist alles weg. Ich bin morgens in irgendeiner WG aufgewacht und hab geblutet. Ich dachte erst, ich hab eine Tage bekommen. Aber solche Schmerzen hatte ich vorher noch nie. Ich hatte mit Gino mein erstes Mal. Du erbärmlicher Unmann! Wie kannst du damit leben, dieses Mädchen so pervers zu entjungfern? Wie kannst du damit leben, sie so zu beschmutzen? Du hattest nicht mal genug Angst, statt ein Kondom zu benutzen. Sie war bewusstlos, hatte nicht mal eine Chance, sich zu wehren. Keine Abend schreibst du noch am 25. März. Du kriegst für die Aktion ein paar Jahre. Sag nur, dass wir in Deutschland sind, in manchen Ländern gibt's dafür die Todesstrafe. Für diese Tat mach ich dich kalt und gelogen. Du machst skrupellos Gebrauch von Vergewaltigungsdrogen. Du bist von deinen Depressionen so kopfgefickt, dass du einer Minderjährigen K.O.-Tropfen gibst. Sei dir sicher, dass es dafür noch Vergeltung gibt. Und mach das nicht der Staat, dann passiert durch Selbstjustiz. Und sogar wenn dich nicht dein Karma erledigt, dann warte ab, bis du ihrem Vater begegnest. Ich will, dass du ehrenloser Wichser stirbst. Doch den Schmerz, den ihre Eltern fühlen, wünsch ich nicht mal dir. Und es ist mir egal, wer wen im Battle zerfickt. Hauptsache Marie gewinnt den Prozess gegen dich. Du gestalter Pädophiler, du kannst bald nicht mal kacken. Denn du weißt, was sie im Knast mit Vergewaltigern machen. Kranker Bastard, fragst du dich denn nicht, wie sich die Eltern fühlen? Im Gefängnis wird dein Arschloch die Vergeltung spüren. Du wirst auf Knien lutschen. Und du kannst nicht nur, weil du hässlich bist, nie wieder in den Spiegel gucken. Du kannst das hier nicht verdrehen und lügen. Denn wem glaubt man mehr, einem kleinen Mädchen, das sich dafür schlägt? Oder einem Pädophilen. Jetzt ist Schluss mit Internetkarriere. Dafür kriegen sogar deine Kindeskinder Schläge. Und das ist erst ein Sieg für mich, wenn du hier noch nicht mehr Teil deiner Familie bist. Deine Kinder werden es nie gut haben. Denn was soll man von dir erben außer Rufschaden? Ich will, dass du stirbst, doch du verdienst nicht mal Schläge. Denn die größte Bestrafung ist als G.O. zu leben. Bist ein Lügner schon seit Tag 1. Du hast sie vergewaltigt. Sag wenigstens einmal die Wahrheit. Sag deinen Freundinnen und Verwandten noch, dass du sie liebst. Denn hiernach bleibt dir nur noch eine Wahl. Suizid.